Ahoi und herzlich willkommen zum fünften und letzten Teil der SEO Cosplay Reihe, der Helm. Viel Spaß! Zum letzten Mal kommt jetzt eine Videozusammenfassung, die alle vier Teile beinhaltet. Die Links zu den einzelnen Projekten findest du unten in der Videobeschreibung oder hier oben als Infokarte verlinkt. Aber jetzt fange ich endlich mit dem Helm an. Den Helm habe ich mit Hilfe von Pepakura gebastelt. Die Vorlagen habe ich ausgedruckt und dann auf Brustgummi übertragen und schon mal zusammengeklebt. Wie ich das Ganze zusammengeklebt habe, habe ich nicht gefilmt, weil ich denke, das ist selbsterklärend. Aber meine Technik, wie ich die Teile ausgeschnitten habe, zeige ich dir trotzdem. Ich schneide mir die Formen erst einmal grob aus und klebe sie dann immer mit transparentem Paketklebeband auf den Moosgummi. Und mit einer super scharfen Klinge im Teppichmesser wird das Ganze dann ausgeschnitten. Ja, das ging ja jetzt doch schneller als ich dachte. Okay, nachdem ich alle Teile zusammengeklebt habe, habe ich die gesamte Oberfläche bzw. die Kanten und Falten noch mal ein bisschen abgeschliffen. Vorsichtig abgeschliffen, dass der Moosgummi nicht zerreißt. Luftlöcher habe ich mit einem Lötkolben in den Moosgummi gebrannt. Und der schwierigste und nervigste Teil, zumindest für mich, ist immer der Mund und die Lippen. Und hier dachte ich mir, ich brenne den Mund erstmal, also beziehungsweise die Lippen, ich brenne die Lippen erstmal mit dem Lötkolben vor und forme sie dann so gut ich kann mit Acryl, Fugenmasse. Aber ja, seht selbst. Also es ist nur so lala geworden. Ich glaube, das mit den Lippen werde ich wahrscheinlich nie richtig hinbekommen. So gut es ging, habe ich die Fugen auch noch mit dieser Masse ausgefüllt und nachdem das Ganze dann getrocknet war, habe ich die gesamte Oberfläche zweimal mit blauer Acrylfarbe grundiert und danach blau lackiert. Für das Visier habe ich mir natürlich die Visiervorlage aufgehoben. Die Form habe ich dann auf ein Stück Kunststoffverpackung übertragen und ausgeschnitten und dann diese Autotönfolie oben drüber geklebt. Vorsichtig ausgeschnitten und mit einem Teppichmesser kannst du dann noch kleine Luftblasen anpieksen und die Luft vorsichtig rausdrücken. Dann musste ich nur noch drei Streifen aus weißer selbstklebender Folie ausschneiden und auf das Visier kleben und das gesamte Visier dann mit Sekundenkleber am Helm befestigen. Und dann war er fertig. Ich hoffe, dir hat meine fünfteilige Reihe etwas gebracht. Mir hat es ultra viel Spaß gemacht, das Kostüm zu basteln. Ich habe eine Menge dazugelernt und konnte endlich mal Sachen ausprobieren, die ich vorher noch nicht probiert habe. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, du bist auch das nächste Mal dabei, denn da kommt sicherlich noch was von Power Rangers SEO. Bis dahin, mach's gut.